Herr Professor Hohlfeld, wie ist generell das Verhältnis zwischen Lokalblogs oder alternativen Angeboten, vielleicht online, eventuell auch gedruckt, zu den ganz klassischen Tageszeitungen? Das ist ein Verhältnis, das ist geprägt einerseits von Konkurrenzgedanken, aber andererseits auch eher eine komplementäre Beziehung zwischen den beiden. Das heißt, es gibt normale klassische Lokalzeitungen, die das gesamte Spektrum versuchen abzudecken thematisch, was in einer Region berichterstattenswert ist. Aber bestimmte Themen werden halt eben dann auch entweder nicht gefunden oder sollen nicht gefunden werden. Und da kommt dann eben die Stunde der Lokalblogs, und die sind dann durchaus komplementär und können einfach mal versteckte Themen einfach mal aufdecken. Themen, die die etablierte Presse eben nicht berichtet. Was sind denn die Bedingungen, Sie haben es gerade schon ein bisschen anklingen lassen, was sind die Bedingungen, unter denen Lokalblogs besonders erfolgreich sein können? Ist das da, wo ein Zeitungsmonopol besteht, wo ein Zeitungskreis herrscht? Kann man dazu irgendwas sagen? Na, zunächst mal ist die Wahrscheinlichkeit, publizistisch und auch wirtschaftlich zu bestehen für einen Lokalblog, dann größer, wenn man in einer Region lebt, in der auch vergleichsweise hohe Dichte an Infrastruktur ist, wenn die Bevölkerungsdichte relativ hoch ist. Denn wenn man in Metropolen arbeitet, dann ist es natürlich für lokale Blogs schon prinzipiell einfacher. Was noch einfacher ist, ist natürlich in einer Situationen zu arbeiten, in der es nur einen Zeitungskreis gibt, wo es nur eine Monopolzeitung gibt. Die Wahrscheinlichkeit, dass dort verlorene Themen immer wieder mal es wert sind, ausgegraben zu werden, ist dort eben viel höher. Und da ist dann eigentlich auch das ist die Option für lokale Blogs tatsächlich dann eben eine Form von alternativer Öffentlichkeit herzustellen. Wie erklären Sie sich, dass solche Dinge passieren, wie dass zum Beispiel in Regensburg ein Lokalblogger eben einen Skandal über einen Unternehmer aufdeckt, die lokale Zeitung dort, die Tageszeitung, über diesen Fall aber gar nicht berichtet? Wie kommt sowas zustande? Prinzipiell gibt es ganz viele Gründe, wie so etwas zustande kommt. Es gibt den einen Fall, dass zunächst mal eine Lokalzeitung auf das Thema nicht kommt und dann aus irgendwelchen Gründen, weil man sagt, man findet es nicht wichtig genug, das Thema nicht für relevant genug hält und sagt, das ist vielleicht doch eher nur etwas, was ein Minderheitenthema ist, was bei uns nicht in die Zeitung kommt. Dann gibt es natürlich die Möglichkeit, dass es wirtschaftliche Interessen gibt, die bestimmte Themen dann eben verhindern, weil das vielleicht mit Loyalitäten Anzeigenkunden gegenüber in Konflikt gerät. Und es gibt natürlich auch oftmals Gründe, sich nicht mit den politischen Eliten eines Ortes anzulegen. Und das wäre sozusagen dann der dritte Aspekt, warum solche Themen eben dann nicht das Licht der Öffentlichkeit erblicken, jedenfalls nicht das der traditionellen Öffentlichkeit und dann eben nur bei den Lokalbloggern bleiben. Wenn wir uns konkret mal in Passau den Fall anschauen, wo ja Hubert Denk mit dem Bürgerblick diese Parteispendenaffäre, sage ich jetzt mal, den Fall Schottdorf aufgedeckt hat und die Passauer Neue Presse im Prinzip darüber gar nicht berichtet hat. Wie bewerten Sie so einen Fall? Wie kommt das zustande hier? Ja, hier haben wir es mit einem Fall zu tun, der noch deutlich über dieses andere Bündel an Gründen hinausreicht. Der Fall Hubert Denk hier in Passau hat ja überregional für ziemliche Wellen gesorgt. Das heißt, hier haben groß etablierte Medien, nationale Medien, Qualitätsmedien über den Fall berichtet. Aber die Passauer Neue Presse hat sich da sehr bedeckt gehalten. Sie hat nicht mal zu einem Zeitpunkt, als das ZDF darüber berichtet hat, als die Süddeutsche Zeitung darüber berichtet hat, als der Bayerische Rundfunk vor Ort war, es für nötig befunden, einen Fall, der sozusagen auch an die Wurzeln der eigenen Existenz geht, nämlich es geht um das Thema Pressefreiheit. Sie hat auch da diese Gelegenheit verstreichen lassen, hat nicht darüber berichtet. Dafür, wie gesagt, gibt es Einzelfallgründe. Im Fall der Passauer Neuen Presse muss man einfach sagen, dass es sich hier um ein Berichterstattungsobjekt handelt, Hubert Denk, der eben die personifizierte Gegenöffentlichkeit ist. Das ist der Stachel im Fleisch der Passauer Neuen Presse seit vielen Jahren. Und dass man den thematisiert, dass man ihn nicht thematisiert, hat natürlich gute Gründe. Das geht weit über die, sagen wir mal, Ignoranz und Missachtung, die man vielleicht auch an anderen Orten den Lokalbloggern gegenüber merkt, hinaus. Wie beurteilen Sie denn die Tatsache, dass es nun seit vielen Jahren schon oder seit mehreren Jahren ein Ermittlungsverfahren gegen ihn gibt, wo er ja jetzt, sage ich mal, eben kein großes Verlagshaus im Rücken hat, was ihn finanziell juristisch absichern kann, sondern das alleine sozusagen in Anführungsstrichen als kleiner Blogger und freier Journalist durchficht? Also inwiefern entsteht da eine Schwierigkeit für unabhängige Journalisten? Mhm.
Ja, wir kennen ja alle den Fall des kleinen gallischen Dorfes. Hubert Denk ist im Prinzip genau diese wehrhafte Ansammlung von kleinen Galliern, die sich dem großen Römischen Reich gegenüber sehen. Es ist natürlich für Leute wie Hubert Denk, die quasi Ein-Mann-Teams sind, die hier eine Ein-Mann-Publizistik betreiben, sehr schwer, weil sie immer wieder angefeindet werden, weil sie immer wieder mit Prozessen überzogen werden. Und in diesem vorliegenden Fall, wo es tatsächlich eben um staatsanwaltschaftliche Ermittlungen geht, muss man wirklich sagen, da steht prinzipiell die Pressefreiheit in Gefahr. Und das ist eine Sache, die diesen einzelnen Journalisten hier weit übersteigt. Es kann natürlich nicht sein, dass sich hier die Staatsmacht erdreistet, Druck auf Journalisten auszuüben. In den Vereinigten Staaten ist das übrigens viel häufiger der Fall. Das ist fast schon der Regelfall geworden. In Deutschland ist es immer noch der Ausnahmefall. Aber es ist ein Zeichen dafür, dass man da sehr aufmerksam sein muss. Und Hubert Denk verfügt einfach über, so sehe ich das jedenfalls, über die, nicht die finanziellen Mittel, aber vielleicht die Mittel der Cleverness, sich da zu behaupten. Er hat natürlich auch anwaltschaftlichen Beistand, sehr hochkarätigen Beistand, der ihm da hilft, in dieser schwierigen Situation da durchzukommen. Wobei man sagen muss, diese Dinge, diese Erpressung, die dort im, sagen wir mal, politisch-juristischen Bereich unterdessen ablaufen, die sind mit meinem Verständnis von Demokratie nicht mehr ohne weiteres zur Deckung zu bringen. Wenn wir es jetzt noch mal ein bisschen genereller fassen, was bedeutet denn die Tatsache, dass eben solche freien, unabhängigen Journalisten oder Lokalblogger zum Teil Skandale aufdecken, die die Regionalzeitungen nicht mehr aufdecken? Was bedeutet das für die Regionalzeitungen? Ja, die Regionalzeitungen nehmen bislang die Blogger, auch wenn sie sie als Konkurrenz ansehen, aber noch nicht im hinreichenden Maß ernst. Immer dann erst, wenn sich diese Themen, die von den Lokalbloggern publiziert werden, dann tatsächlich auch in den überregionalen Medien wiederfinden, wenn sie über die Agenturen laufen, wenn sie tatsächlich dann eben auch von Qualitätszeitungen aufgegriffen werden, dann ist erst der Druck da, dass die Lokalpresse reagieren muss. Und dann hat sie natürlich die Eselsmütze auf. Das heißt, eine Lokalzeitung, vielleicht noch als Einzeitungskreis, also als Monopolist, wird sich natürlich immer versuchen, da schadlos zu halten und eben nicht in so eine Situation zu kommen, wo der Druck der nationalen Öffentlichkeit so groß wird, dass man am Ende dann doch berichten muss, denn der Leser nimmt das übel. Der Leser nimmt es einer Lokalzeitung sehr übel, wenn sie ein Thema, das die Region ganz spezifisch angeht, anbelangt, dann eben nicht thematisiert hat. So kann man Leser verlieren. Aus Sicht dieser Lokalblogger spricht ja für Sie die große journalistische Unabhängigkeit. Und auch aus Sicht der Pressevielfalt ist ja dieses Angebot sicher wünschenswert. Wenn man sich auf der anderen Seite jetzt die Frage der Finanzierung anschaut, hat man ja das Gefühl, eben ohne einen Verlag, der eventuell in bestimmten wirtschaftlichen Abhängigkeiten, wie auch immer, steht, ist es aber auch schwierig, Geld zu verdienen mit den journalistischen Modellen, die da im Moment auf dem Markt sind. Das heißt, geht unabhängiger Journalismus dann irgendwie in Zukunft oder im Internet nur noch auf Kosten eines journalistischen Prekariats am Ende? Das ist natürlich eine Frage, die bis auf Weiteres offen ist, die man auch heutzutage wahrscheinlich nicht beantworten kann. Ich denke schon, dass es letztlich tragfähige wirtschaftliche Modelle für kleine Teams geben wird, dadurch auch mit einer alternativen Publizistik Geld zu verdienen, und zwar eben unter den Voraussetzungen, die Autonomie zu haben, das zu berichten, was man für berichtenswert hält, das, was die lokale etablierte Presse halt eben nicht machen kann. Die lokale Presse selbst, wie gesagt, wird sich aber irgendwann auch die Frage stellen lassen müssen, ob sie sozusagen langfristig konkurrenzfähig ist und ob der Leser sich das eben gefallen lässt, wenn man den Opportunitäten der Wirtschaft und der Ökonomie sozusagen das Wort redet und wenn man halt eben die Autonomie des Journalismus aufgibt. Und ich bin optimistisch, was das angeht, dass das eben von hyperlokalen Medien, dass das von lokalen Bloggern auf eine Art und Weise in der Zukunft betrieben wird, die sicherlich nicht die ganz große wirtschaftliche Tragkraft entfaltet, aber zumindest reicht dafür, dass sich so einzelne kleinere Teams, kleinere Inseln halten werden, die tatsächlich eben in diese exklusiven Themen einsteigen, die eben durch die genannten Gründe eben von der etablierten Publizistik nicht bedient werden.
Macht es denn auf lange Sicht Sinn, überhaupt noch zu unterscheiden zwischen etablierten Medien und eben neuen alternativen Medien? Oder haben wir dann irgendwie insgesamt, rutschen die auch in so eine Rolle rein, dass die dann auch irgendwann schon etabliert sind, dass wir so insgesamt eine vielfältige lokale Öffentlichkeit eher haben? Wir werden eine vielfältige lokale Öffentlichkeit haben, aber die wird trotzdem immer durch eine, sagen wir mal, mehr oder weniger homogene Gruppe etablierter Medien und eben eine etwas kleinere Gruppe der Alternativöffentlichkeit sich daraus zusammensetzen. Dass das tatsächlich am Ende konvergiert und dass die lokalen Blogs immer größer werden und sich zu großen lokalen Plattformen aufschwingen und die etablierten Medien sozusagen an Bedeutung verlieren und das irgendwo quasi in ähnlichen Größenordnung sich später abspielt, daran glaube ich nicht. Es wird sozusagen immer den großen Player und den kleinen geben, wobei der große Player natürlich auch allein durch die Tatsache, dass gedruckte Zeitungen allenfalls noch 20, 25 Jahre lang existieren werden, natürlich auch bedroht sind und die haben halt das andere Problem, dass sie sich halt eben neue Formen der Veröffentlichung und der Veröffentlichungsplattformen suchen müssen. Dann vielleicht noch einmal zum Anfang zurück oder eben im Prinzip auch zusammengefasst. Können Sie vielleicht noch mal einmal so auf den Punkt bringen, welche Rolle spielen denn Lokalblogs jetzt gerade im Moment schon mit Blick auf die Konkurrenz zur Tageszeitung und auf die Pressevielfalt? Lokale Blogs sind in der Lage, exklusive Themen zu recherchieren und damit im Prinzip komplementär zu den traditionellen Medien den gesamten Markt an Meinungen und an Themen abzudecken. Ich bin der Meinung, dass ein lokales Blog, eben wenn es eine exklusive Geschichte hat, darin einfach auch seine Daseinsberechtigung hat und dass am Ende in der Zusammenschau von etablierten und eben auch neuen Medien, die halt eben blogbasiert sind, die gesamte Öffentlichkeit abgebildet wird in einer Region.